Dies ist die DBS Class 66 Diesellokomotive, die wegen ihres Dachprofils an eine kleine Hütte erinnert und dadurch den liebevollen Spitznamen Shed trägt. Diese Lokomotive wird für den Transport von Aggregaten entlang der Great Western Hauptstrecke verwendet. Heute lernen Sie, wie Sie diese Güterlokomotive steuern, aufstarten, zum Fahren und zum Stehen bringen. Beginnen Sie damit, in den Zug einzusteigen und betreten Sie den Führerstand durch die Kabinentür vor Ihnen. Sehen Sie sich ein wenig um und setzen Sie sich auf den Fahrersitz, wenn Sie bereit sind. Zuerst müssen Sie den Motor zum Laufen bringen. Beginnen Sie damit, den Richtungsschaltergriff in den Richtungswender einzustecken, um den Motor einzuschalten. Nun müssen Sie den Motor starten. Stellen Sie den Motoranlassschalter, den Generatorfeldschalter sowie den Kontroll- und Kraftstoffpumpenschalter auf ein. Na bitte! Drücken Sie den Motorstartknopf auf dem Fahrerpult und warten Sie, bis der Motor läuft. Stellen Sie dann den Isolationsschalter auf an. Diese Lokomotive ist mit dem PBL-Bremssystem ausgestattet. Bevor wir irgendwo hinfahren, müssen wir einen kurzen Bremstest durchführen. Als erstes halten Sie den automatischen Bremshebel in der Position lösen, bis die Bremsleitung-Kontrollnadel vor Ihnen auf 5 klettert. Dies bedeutet, dass die Bremsen vollständig gelöst wurden. Die Bremsen müssen nun aufgeladen werden, also ist eine volle Anwendung erforderlich. Halten Sie dieses Mal den automatischen Bremshebel in der Position anlegen, bis die Bremsleitung-Kontrollnadel auf 3 klettert. Es scheint, als würden die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Jetzt müssen Sie nur noch die Bremsen lösen, damit wir wieder losfahren können. Es ist Zeit, loszufahren. Schalten Sie die Spitzensignale und Kennlichter ein. Damit wir bereit sind, loszufahren, müssen Sie nun den Richtungswender auf Vorwärts stellen. Nun müssen Sie die letzte Bremse, die Parkbremse, lösen. Wir sind fast da. Geben Sie etwas Schub, um diese Einheit in Bewegung zu setzen. Stellen Sie den Kombihebel Leistung Bremse auf Stufe 1. Ich denke, dass dies für den Moment schnell genug ist. Um unsere derzeitige Geschwindigkeit zu halten, setzen Sie den Leistungshebel zurück auf Leerlauf. So ist es gut. Lassen Sie uns nun den Zug zu einem sanften Halt bringen. Stellen Sie den automatischen Bremshebel wieder auf die Position anlegen. Warten Sie, bis die Bremsleitung-Kontrollnadel vor Ihnen auf etwa 4 klettert und lassen Sie die Bremsen den Rest übernehmen. Hervorragende Arbeit! Sie sind so weit, dass Sie da draußen jetzt ganz alleine zurechtkommen.
Wenn Sie sich an alles erinnern, was ich Ihnen hier gezeigt habe, werden Sie alles problemlos meistern.